Brokstedt in Schleswig-Holstein. In einem Regionalzug werden im Januar dieses Jahres eine 17-Jährige und ein 19-Jähriger erstochen. Der mutmaßliche Täter? Ibrahim A., ein Flüchtling aus dem Gazastreifen. Nur wenige Tage vor der Tat wurde er aus einem Gefängnis entlassen. Wie konnte es passieren, dass er so früh aus Untersuchungshaft auch wieder entlassen wurde? Ich glaube, darum wird es jetzt in den nächsten Tagen gehen. Auch Monate später wirft der Fall noch Fragen auf, die weit über die Tat hinausgehen. Ich verfolge die Spuren vor Ort, spreche mit Insidern, Angehörigen und Verantwortlichen. Ibrahim A. war psychisch auffällig und hatte schon mehrfach andere Menschen attackiert. Wir verfolgen seine Spur bis zur Tat und stoßen auf eine Verkettung von Fehlern und Nachlässigkeit bei den Behörden. Wie wurde Ibrahim A. zum Gewalttäter? Mein Spezialgebiet ist das Suchen von digitalen Spuren im Netz. Ich durchforste Akten und Archive. Wir wollen verstehen, warum die beiden Teenager sterben mussten und fragen, wie lassen sich solche Taten in Zukunft verhindern? Ich bin gerade auf dem Weg zu einem Mann, der im Januar dieses Jahres seine 17-jährige Tochter verloren hat. Getötet wurde sie mit ihrem 19-jährigen Freund zusammen, mutmaßlich von Ibrahim A., einem Geflüchteten, der in Deutschland lebt. Wie konnte diese Tat passieren? Ich treffe Michael K. bei ihm zu Hause in Elmshorn, nordwestlich von Hamburg. Er ist der Vater der getöteten Annemarie. Michael K. will über den Tod seiner Tochter reden. Ihr Schicksal dürfe nicht ohne Folgen bleiben. Nehmen Sie mich gerne einmal mit an den 25. Januar. Wie sind Sie in diesen Tag gestartet? Wie ist der abgelaufen? Eigentlich ganz normal. Annemarie ist morgens mit mir zusammen in die Firma gefahren, weil es halt nicht weit ist zum Bahnhof. Und hat dort wie jeden Morgen laut mit dem Handy Musik gehört und es durch die Gegend gewirft, hat laut gesungen und ist dann zum Bahnhof gegangen und nach Neumünster zur Schule gefahren. Sie hätte eigentlich kurz nach 15 Uhr wieder zurück hier sein müssen. Sie tauchte dann nicht auf. Wir haben dann versucht, sie anzurufen. Sie ging aber auch nicht mehr ans Handy, was sehr, sehr ungewöhnlich war. Wir haben dann versucht, die üblichen Kanäle abzutelefonieren. Dann hat ein Freund von Annemarie zurückgerufen und sagte, der Zug musste umkehren, weil es in Brokstedt Attentat gegeben hat. So habe ich mich dann gegen 5:30 ins Auto gesetzt und bin nach Brokstedt zur Einsatzstelle gefahren. Dann kam ein sehr netter, einfühlsamer, junger Polizeibeamter, der mir dann eröffnete, dass wohl eines der Opfer meine Tochter sein würde. Was ist das von ihr, was Ihnen am stärksten in Erinnerung bleibt? Ihr Lachen. Wen machen Sie für den Tod Ihrer Tochter verantwortlich? Nach aktuellem Kenntnisstand sind es ja viele Stellen, die dort versagt haben. Und so kommt es dann zu solchen Taten. Und da müssen sich die Verantwortlichen selber fragen, inwieweit sie das selbst mit zu verantworten haben. Ich will verstehen, warum Annemarie K. und ihr Freund Danny P. sterben mussten. Dafür fahre ich an den Tatort nach Brokstedt, eine 2000-Seelengemeinde in Schleswig-Holstein, nördlich von Hamburg. Mitten im Ort liegt der kleine Regionalbahnhof. Uhr RE70 nach Hamburg. Das ist die Regionalbahn, in der am 25. Januar dieses Jahres auch die 17-jährige Annemarie K. und ihr 19-jähriger Freund Danny P. sitzen. Sie ist Schülerin, er ist Auszubildender. Die beiden sind auf dem Weg nach Hause. Eigentlich ein ganz normaler Mittwochnachmittag. Aber mit ihnen im Waggon sitzt auch Ibrahim A.
Ibrahim A. fällt anderen Fahrgästen kurz vor der Tat auf. Er wirke nervös und psychisch nicht bei Sinnen, sagt ein Zeuge aus. Er ziehe sich aus und wieder an, lehne sich über Sitze. Kurz bevor der Zug in den Bahnhof Brokstedt einfährt, sticht Ibrahim A. auf Anne-Marie K. und Danny P. ein, laut späterem Haftbefehl unvermittelt und wortlos mit einem 20 cm langen Küchenmesser. Die beiden Teenager versterben im Zug, 4 weitere Menschen werden verletzt, bis Fahrgäste Ibrahim A. überwältigen. Bei einem Messerangriff in dem Regionalexpress sind 2 Menschen getötet und mindestens 7 verletzt worden, 3 davon schwer. Die Hintergründe und das Motiv des 33 Jahre alten Angreifers sind bisher noch unklar. Die Tat ereignete sich in einem Zug von Kiel nach Hamburg, kurz vor dem Bahnhof Brokstedt. Dort konnte die Polizei den mutmaßlichen Täter, einen staatenlosen Palästinenser, auch festnehmen. Am 2. Februar findet ein Trauergottesdienst in Neumünster statt. Zahlreiche Politiker kommen, darunter auch Bundeskanzler Olaf Scholz. Der Tenor, eine solche Tat dürfe sich auf keinen Fall wiederholen. Wie wurde Ibrahim A. zum Täter? Ich mache mich online auf Spurensuche und finde ein Facebook-Profil, das authentisch wirkt. Wir müssen auch sicherstellen, dass das kein Trittbrettfahrer jetzt erst vor kurzem produziert hat. Durch den Abgleich von Handynummern und Fotos, die mir zugespielt wurden, kann ich das Profil verifizieren. Mithilfe einer Software, die auch Ermittler nutzen, analysiere ich dann seine digitalen Kontakte, Beiträge, Fotos, auf denen er verlinkt wurde. Alles auf Arabisch. Viel, das ihn da getaggt hat, ist auch auf Arabisch. Über schwer zugängliche Spuren im Netz komme ich der Person Ibrahim A. immer näher und stoße auf eine Vielzahl von Kontakten. Einige kennen ihn scheinbar nur flüchtig, andere hingegen aber offenbar schon sehr lange. Da kamen jetzt echt mehr Inhalte zurück, als ich gedacht hätte. Das hier wird die Familie von ihm sein im Gazastreifen. Ich nehme Kontakt zu mehreren Personen auf und bekomme tatsächlich Antworten. Wir wissen nichts über ihn. Er ist freundlich und liebevoll, das schwöre ich dir. Ich habe mehrere Male mit ihm gesprochen und mir ist aufgefallen, dass mein Bruder deprimiert war. Meine Mutter starb, während er unterwegs war. Sie wollte nicht, dass er von ihr wegreiste, aber leider waren die Bedingungen hart und erforderten eine Flucht aus der Realität. Mein Bruder war psychisch krank und hatte große Schmerzen. Ich bin tatsächlich der Erste, der die Familie kontaktiert hat. Die hatten bisher keine Ahnung, dass er mutmaßlich 2 Menschen umgebracht hat und im Gefängnis sitzt. Philipp, ich habe in den Kontaktdaten von Ibrahim A. noch eine Person aus Nordrhein-Westfalen gefunden. Die scheinen befreundet zu sein. Ich schicke dir mal einen Kontakt. Ich fahre nach Bad Münstereifel in Nordrhein-Westfalen. Hier lebt Ibrahim A. die ersten Jahre in Deutschland. Ende 2014 war er eingereist. Im Januar beantragt er Asyl beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF. Vor Ort ist die Ausländerbehörde des Kreises Euskirchen für ihn zuständig. Hier in diesem Haus ist Ibrahim A. in seiner Anfangszeit in Nordrhein-Westfalen untergebracht. Hier lebt er fast 2 Jahre zusammen mit anderen männlichen Geflüchteten. Ich mache mich auf Spurensuche in seinem früheren Umfeld und will herausfinden, was zu dieser Zeit mit ihm passiert und welche Verantwortung die Behörden dabei haben. Ich bin wirklich über Wochen mit Menschen in Kontakt, die Ibrahim A. hier in seiner Zeit in Bad Münstereifel kennenlernen. Einige beschreiben ihn als unauffällig, andere erzählen mir von einem jungen Menschen mit großen Träumen, aber auch ebenso großen Problemen. Und mir werden Interviews zugesagt, dann wieder abgesagt. Und mein Gefühl ist, dass es da ja offenbar eine sehr große Angst gibt, über dieses Thema zu reden. 2015 kommt Ibrahim A. zum ersten Mal in Deutschland in Konflikt mit dem Gesetz. Er stiehlt eine Flasche Parfum und bekommt im Dezember dafür eine Geldstrafe. Im März 2016 soll er einen anderen Geflüchteten mit einem spitzen Gegenstand im Gesicht verletzt haben. Das Urteil: 1 Jahr auf Bewährung wegen gefährlicher Körperverletzung. Dieses Urteil hätte die Staatsanwaltschaft eigentlich ans BAMF melden müssen. Passiert ist das nicht. Die Staatsanwaltschaft räumt später ein Versäumnis ein. Ein schwerwiegender Fehler, denn noch während des Strafverfahrens gewährt das BAMF Ibrahim A. im Juli 2016 vorläufigen Schutz. Er darf also erstmal in Deutschland bleiben.
Später wird bekannt, hätte das Amt von den Ermittlungen gewusst, wäre kein Schutzstatus erteilt worden. Wie gehen die Behörden vor Ort zu dieser Zeit mit Ibrahim A. um? Ich treffe eine Person, die ihn zu dieser Zeit kennenlernt. Es ist der Kontakt, den mir Marvin geschickt hat. Das Interview soll aber anonym stattfinden. Wie war Ihr Eindruck von ihm, als Sie ihn kennengelernt haben? Sehr freundlich, sozial. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass der Ibrahim mich ziemlich früh gefragt hat, ob er arbeiten kann. Der wollte arbeiten. Also er wollte Teil sein. Teil sein, genau, das kann man so sagen, ja. Die Person zeigt mir ein Video, das im Sommer 2015 auf dem Dorfplatz aufgenommen wurde. Es zeigt ein kleines Fest für die Geflüchteten. Das ist hier vorne auf dem Platz? Das ist hier, ja, genau. Und jeder hat was zu essen mitgebracht, wir haben Musik gemacht. Da sehen wir Ibrahim. Das ist Ibrahim, ja. Er tanzt. Er tanzt. Hat er was über seine Vergangenheit erzählt? Es hat erstmal eine Weile gedauert und ich habe ihm allerdings gleich angemerkt, dass er vollkommen traumatisiert sein muss. Ich habe dann die Arme gesehen im Sommer, kurzärmlich, wo fingerdicke Narben auf dem ganzen Arm waren. Und dann habe ich erfahren, dass er halt auch schon gefoltert wurde. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Alter. Aber ich habe mir gedacht, mein Gott, dieser Junge, der kommt aus der Hölle. Genau, Sie haben befürchtet, er hat psychische Probleme. Er hat offenbar in seiner Heimat sehr viele schlimme Dinge erlebt. Wer hat da interveniert oder hat gesagt, den müssen wir mal vielleicht ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen? Diese ehrenamtliche Betreuerin. Aber es ist eine ehrenamtliche Person, hat sich um ihn gekümmert und das war's. Ja, ich habe nichts anderes mitgekriegt. Nicht vor Ort. Man hat ihn quasi sich selber überlassen. Ja, alle eigentlich. Die Person erzählt mir außerdem von mehreren Versuchen von Ehrenamtlichen, Ibrahim A. eine Psychotherapie zu vermitteln. Ohne Erfolg. Hallo Marvin. Hallo Philipp. Grüß dich. Ich erzähle Marvin, dass auch meine Quelle die psychischen Probleme von Ibrahim A. bestätigt und dass die Behörden vor Ort diese offenbar nicht erkennen konnten oder erkennen wollten. Magst du das mal checken, inwieweit das wirklich ein Problem ist, so diese so psychische Probleme, die einfach nicht wahrgenommen oder behandelt werden? Ja, insbesondere bei Geflüchteten wahrscheinlich. Genau. Das mache ich. Ich finde mehrere Untersuchungen zu psychischen Erkrankungen bei geflüchteten Menschen. Alle kommen zu ähnlichen Ergebnissen. Besonders deutlich wird das Problem in einer Studie der Uni Halle. Für diese wurde verglichen, wie viele Asylbewerber einen Bedarf an psychotherapeutischer Behandlung haben und wie viele tatsächlich eine Behandlung bekommen. Es ist ja sowieso schon schwierig, in Deutschland an eine Psychotherapie ranzukommen. Und für Geflüchtete scheint das nochmal ungleich schwerer zu sein. Die Ergebnisse sind erschütternd. 59% der Asylsuchenden zeigten in Screening-Umfragen Symptome von Depression, Angststörung und/oder posttraumatischer Belastungsstörung. Aber nur 4,9% der Asylsuchenden haben überhaupt eine offizielle Diagnose erhalten. Von diesen wurden rund 45% gar nicht behandelt, 38% nur mit Medikamenten versorgt und nur 1% erhielt Psychotherapie. Das heißt jetzt, die meisten psychischen Erkrankungen fallen gar nicht erst auf. Und wenn sie auffallen, dann werden sie fast nie behandelt. Ibrahim A. geht es zunehmend schlechter. Anfang 2017 muss er auf Anordnung der Behörden von Bad Münstereifel in die kleine Ortschaft Lanzerath umziehen. Eine Quelle erzählt mir, dass er hier wohl weitgehend isoliert und mit seinen Problemen auf sich alleine gestellt ist. Ich fahre hin, um mir vor Ort ein Bild zu machen. Seine Zeit dort beschreibt meine Quelle als Wendepunkt. Hier war Ibrahim wohl untergebracht. Ich geh mal rein, ich frag mal, ob die was mitbekommen haben. Entschuldigung. Darf ich Sie kurz was fragen? Vor der Kamera will niemand mit mir sprechen. Eine Anwohnerin erzählt mir, von den Geflüchteten habe sie kaum etwas mitbekommen. Ibrahim A. kenne sie nicht. Warum hat er überhaupt hier gelebt? Die Stadt Bad Münstereifel, die für den Umzug verantwortlich ist, sagt mir auf Nachfrage, das ließe sich nicht mehr nachvollziehen. Die entsprechenden Unterlagen seien bei der Flut im Sommer 2021 verloren gegangen. Im Mai 2017 zieht Ibrahim A. wieder um, nach Euskirchen. Nur mit Hilfe von Ehrenamtlichen findet er hier eine eigene Wohnung.
Von einer Quelle erfahre ich, hier in der Innenstadt habe er Zeit mit Leuten verbracht, die harte Drogen konsumieren. Eine andere Person erzählt mir, dass er in dieser Zeit einsam und unglücklich wirke. Für den Besitz von Kokain wird Ibrahim A. im Februar 2018 wieder verurteilt. Insgesamt laufen gegen ihn in NRW mehr als 20 Strafverfahren, die meisten werden eingestellt. Gleichzeitig hat er unterschiedliche Jobs, etwa als Paketbote. Und er versucht, einen Hauptschulabschluss zu machen, um dann eine Ausbildung zu beginnen, höre ich aus seinem früheren Umfeld. Den Schulabschluss schafft er nicht. Rund 5 Jahre lang ist in NRW die Ausländerbehörde Euskirchen für Ibrahim A. zuständig. Warum hat die nichts unternommen? Was wusste man da von psychischen Problemen, Versuchen in Therapie zu kommen und von Drogen? Ein Interview wird abgelehnt. Schriftlich heißt es, der Ausländerbehörde würden nur Straftaten mitgeteilt. Darin fanden sich keine Hinweise auf einen Drogenkonsum oder psychische Auffälligkeiten. Erst durch das Urteil 2018 habe man von Drogen erfahren. Für die Behörde bestehe aber keine Möglichkeit, in diesem Bereich Maßnahmen zu ergreifen. Der Ausländerbehörde lagen außerdem nach eigener Aussage keine Erkenntnisse vor, dass A. sich in Therapie begeben wollte. Auch im Hinblick auf die Straftaten von Ibrahim A. wird die Behörde nicht aktiv und sieht keinen Anlass, das BAMF zu informieren. In den 5 Jahren, die Ibrahim A. schon in Deutschland lebt, hat offenbar niemand in den Behörden erkannt, was wirklich bei ihm vor sich geht. Trotz Drogen und mehrerer Straftaten. Was ist da schiefgelaufen? Natürlich wäre es absolut falsch und gefährlich, alle Geflüchteten unter Generalverdacht zu stellen. Aber trotzdem muss man der Tatsache, dass eben viele Menschen mit Fluchtgeschichte psychisch stark belastet oder sogar erkrankt sind, irgendwie Rechnung tragen. Ich bin mit Armand Führer verabredet. Er ist Sozialmediziner und forscht seit Jahren zum Thema Migration und zur psychosozialen Versorgung geflüchteter Menschen. Und er ist einer der Autoren der Studie, die mir Marvin geschickt hat. Er erzählt mir, dass die schlechte Versorgung das Sozialsystem am Ende mehr kostet als eine gute Versorgung. Individuell hat es natürlich auch dramatische Folgen, wenn sie nicht die Behandlung bekommen, die sie brauchen. Genau, die sind dann häufig ohnehin schon in prekären Lebenssituationen und mit ihrer psychischen Erkrankung auf sich selbst gestellt. Und dann hat das Ganze natürlich eine Reihe von Folgen, die damit einhergehen. Man lernt nicht die Sprache, man kann sich schlechter sozial integrieren, man kann sich schlechter in den Arbeitsmarkt integrieren etc. Also die Folgekosten davon auch für die Individuen sind enorm. Zusätzlich muss man noch sagen, dass es die Ausnahme ist, dass psychisch Kranke Gewaltverbrechen begehen. In diesem konkreten Fall ist es dann ja tatsächlich sozusagen in einer Weise eskaliert, die wir unbedingt verhindern müssen. Welche Schritte durchlaufen Menschen, die hierher kommen, wenn wir eben auf dieses Thema schauen? Die erste Anlaufstelle, wo Geflüchtete mit dem deutschen System in Kontakt kommen, sind häufig die Erstaufnahmezentren, wo sie auch eine medizinische Erstaufnahmeuntersuchung durchlaufen. Das wäre aber ein erster ganz wichtiger Punkt, an den Screenings angedockt werden könnten, die auch psychische Erkrankungen in den Fokus nehmen. Es würde nicht nur aus medizinischer Sicht Sinn machen, das zu tun, sondern die EU-Aufnahmerichtlinie schreibt das auch vor, dass so eine Art von Screening erfolgen muss. Und da geht es vor allem darum, dass vulnerable Gruppen innerhalb der Gruppe der Asylsuchenden identifiziert werden müssen, die also besonders schutzbedürftig sind. Deutschland sollte, um das EU-Recht umzusetzen, dringend an diesen Stellen entsprechende Screening-Verfahren etablieren. Es erleichtert die Integration, es spart Geld und unter Umständen verhindert es eben solche Eskalationen. 2021 endet Ibrahim A.'s Spur in Euskirchen. Er zieht nach Kiel. Warum ist unklar? Ich will verstehen, warum die Behörden hier seinen Absturz nicht verhindert haben. Ab Juli ist die Ausländerbehörde Kiel für Ibrahim A. zuständig. Die Verantwortlichen hier bewerten seine Straftaten anders als die Behörde in Euskirchen und fragen beim BAMF nach, ob man nicht ein Verfahren eröffnen wolle, um den Schutzstatus zu prüfen. Im November wird das Verfahren eingeleitet. In dieser Zeit soll Ibrahim A. in einer Unterkunft mehrfach andere Bewohner belästigt und mit einem Messer hantiert haben. Er bekommt Hausverbot. Um ihn im Widerrufsverfahren anzuhören, schickt das BAMF Schreiben per Post an 3 verschiedene Adressen. Ohne Erfolg, weil Ibrahim A. nicht mehr dort wohnt, die Post nicht abholt oder ignoriert. Das muss man sich wirklich mal vorstellen. Das BAMF will das Verfahren anschieben, aber schafft es nicht, weil die Post offenbar nicht ankommt.
Daran zeigt sich schon, wie schwierig es ist, überhaupt einen allerersten Schritt in Richtung einer möglichen Abschiebung zu gehen. Was weiß die Ausländerbehörde Kiel zu dieser Zeit von Ibrahim A.'s Zustand? Auf Nachfrage heißt es, zur psychischen Verfassung gab es keinerlei Informationen. Ende 2021 geht Ibrahim A. nach Hamburg. Hier lebt er mehrere Wochen als Obdachloser. Was genau in dieser Zeit passiert, lässt sich nicht rekonstruieren. Erst hier in einer Einrichtung für obdachlose Menschen taucht er für die Behörden wieder auf dem Radar auf. Hier begeht er nämlich am 18. Januar 2022 seine bislang schwerste Straftat. Laut Gerichtsurteil, das uns vorliegt, greift Ibrahim A. vor der Einrichtung einen Mann von hinten an. Mit einem Messer sticht er mehrfach auf ihn ein und verletzt ihn schwer. Laut Urteil hatte er vorher Alkohol, Heroin und Kokain konsumiert. Ibrahim A. kommt in Untersuchungshaft. Ein Gericht verurteilt ihn später zu einem Jahr und einer Woche Gefängnis. Weil sein Anwalt in Berufung geht, bleibt er aber die ganze Zeit Untersuchungshäftling. In der JVA Bilwerder ist Ibrahim A. so stark im Fokus der Behörden wie noch nie, seit er in Deutschland lebt. Wenn den Behörden also auffallen kann, dass bei ihm so einiges schiefläuft, dann eigentlich hier in der Zeit bis zum 19. Januar dieses Jahres. Aber ganz offensichtlich reicht diese strenge Beobachtung, unter der er steht, nicht aus, um die richtigen Schlüsse zu ziehen und die Tat von Brokstedt zu verhindern. Was ist hier hinter diesen Gefängnismauern schiefgelaufen? Dokumente aus der JVA, die wir einsehen können, geben einen Eindruck über den Häftling Ibrahim A. Demnach zeigt er sich aggressiv und nicht gemeinschaftsfähig. Er sei anscheinend persönlichkeitsgestört und verbringt deshalb viel Zeit auf einer Sicherungsstation. Er bilde sich Klopfgeräusche aus den anderen Zellen ein, dann klopfe er zurück, zum Beispiel mit einem Löffel. Und er beleidige die Beamten mit Sätzen wie »Ich ficke deine Mutter«. Gegenüber einem Beamten vergleicht sich Ibrahim A. mit Anis Amri, dem Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz. Die Aussage wird protokolliert, aber nicht an die Hamburger Justizbehörde oder den Verfassungsschutz gemeldet. In Hamburg-Bilwerder wird Ibrahim A. nach mehr als 7 Jahren in Deutschland zum ersten Mal von einem Psychiater begutachtet, der ihm eine akute, wahnhafte Störung attestiert. In seiner Gefangenenakte finde ich insgesamt 16 Gespräche mit Psychiatern. Ibrahim A. will sich in der Haft auf seine Freilassung vorbereiten. Er bittet um behördliche Unterstützung für die ersten Schritte nach seiner Haft. Das Problem? Er hat keinen Anspruch auf enge Betreuung nach seiner Entlassung, weil er die gesamte Strafe als Untersuchungshäftling verbüßt. Das zweite Problem, seine sogenannte Fiktionsbescheinigung, quasi sein Aufenthaltsdokument, ist abgelaufen. In der JVA Bilwerder sagt man ihm deswegen mehrfach, er soll nach Kiel fahren, um das Dokument dort zu erneuern. Am 19. Januar 2023 hebt das Landgericht Hamburg die Haft von Ibrahim A. auf. Noch am selben Tag, 6 Tage vor der Tat von Brokstedt, ist er frei. Kurz vor seiner Freilassung hat er noch ein Gespräch mit einem Psychiater in der JVA. Danach wird notiert, er hat weiterhin psychische Probleme, wie Halluzinationen. Wie kann es sein, dass er trotzdem und vor allem so plötzlich freigelassen wird? Die zuständige Hamburger Justizbehörde lehnt ein Interview ab. Schriftlich heißt es, jede weitere Freiheitsentziehung wäre rechtswidrig gewesen. In den Gesprächen in Haft sei keine Eigen- oder Fremdgefährdung festgestellt worden. Deswegen gäbe es weder Anlass noch eine rechtliche Handhabe, eine vorübergehende Unterbringung von Ibrahim A. in einem psychiatrischen Krankenhaus zu veranlassen. Später wird bekannt, eine abschließende Begutachtung mit Blick auf seine Freilassung gab es allerdings nicht. Am 25. Januar taucht Ibrahim A. in Kiel auf. Er will seine Papiere erneuern. Die Zuwanderungsabteilung schickt ihn zu einer Beratungsstelle für wohnungslose Männer. Dort soll er sich anmelden und dann zum Einwohnermeldeamt gehen. Ibrahim A. geht stattdessen direkt zum Einwohnermeldeamt. Aber ohne Wohnsitz kommt er hier nicht weiter. Danach soll er in einem Supermarkt ein Küchenmesser gestohlen haben. Dann steigt er in einen Zug zurück nach Hamburg. Wenig später sind Anne-Marie K. und Danny P. tot. 1,5 Wochen nach der Tat von Brokstedt sagt Bundesinnenministerin Nancy Faeser: Wir haben versucht, an ihn ranzukommen. Und hätten wir gewusst, dass er in U-Haft sitzt, hätten wir ihn anhören und dann abschieben können. Auf unsere Nachfrage hält ein Sprecher an dieser Darstellung fest. Aber wäre das wirklich so möglich gewesen? Die Hamburger Justizbehörde schreibt mir auf Anfrage,
dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hätten schon rund einen Monat nach Haftbeginn alle Informationen über die neuen Straftaten und die U-Haft vorgelegen. Das BAMF widerspricht dem und sagt, wir wussten nichts bis zur Tat von Brokstedt. Aber selbst wenn das BAMF, deren oberste Chefin Faeser ist, früher Bescheid gewusst hätte, Ibrahim A. ist Palästinenser und gilt damit als staatenlos. Abschiebungen in die palästinensischen Gebiete waren de facto nur in extremen Ausnahmefällen machbar. Die Zahlen zeigen, im vergangenen Jahr wurden fast 13.000 Personen abgeschoben, davon zwei Palästinenser. Ihre Abschiebung erfolgte aber offenbar nicht in die palästinensischen Gebiete. Das heißt, zu Ibrahim A.'s Abschiebung wäre es mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nicht gekommen. Das bestätigt mir auch die Ausländerbehörde in Euskirchen, die lange für Ibrahim A. zuständig war. Bundesinnenministerin Faeser wollte uns dazu übrigens kein Interview geben. Wie also hätte der Tod von Anne-Marie K. und Danny P. verhindert werden können? Ich treffe den Journalist Ansgar Siemens. Für den Spiegel verfolgt er den Fall und seine Hintergründe seit der Tat von Brokstedt. Ein entscheidender Moment ist für ihn die plötzliche Freilassung von Ibrahim A. aus der JVA Hamburg-Bilwerda. Formal, grundsätzlich war die Entlassung kaum anzugreifen. Aber man kann natürlich fragen, warum ist niemand auf die Idee gekommen, in dieser Situation, in diesem Moment zu überlegen, wie können wir diesen Menschen besser auf dem Radar behalten, wie können wir ihm helfen. Wie erklärst du dir das, dass das nicht passiert ist? Eine endgültige Antwort auf diese Frage zu finden, ist schwierig. Es ist sicherlich so, dass sich gerade Leute, die in Behörden arbeiten, an dem orientieren, was vorgeschrieben ist. Es gab ein Behördenversagen. Ich glaube, das muss man so konstatieren. Wenn man sieht, dass mit Ibrahim A. 4, 5, 6 Behörden befasst waren, zum Teil gleichzeitig, dann muss die Kommunikation zwischen diesen Behörden einfach glatt laufen. Wenn vielleicht Beamte und Mitarbeiter dieser Behörden noch mal genauer hingeguckt hätten und man sich vielleicht überlegt hätte, ihn noch besser an die Hand zu nehmen, hätte man das Risiko bzw. die Wahrscheinlichkeit für diese Tat womöglich verringern können. Auf der Justizministerkonferenz der Länder in Berlin Ende Mai beraten die Politiker über den Fall Ibrahim A. und kündigen Konsequenzen an. Die Justizministerin von Schleswig-Holstein verspricht: Ein zentrales Postfach, was die Kommunikation zwischen Strafverfolgungsbehörden, Strafgerichten auf der einen Seite und Ausländerbehörden und Bundesamt für Migration auf der anderen Seite verbessern soll. Diese naheliegende Änderung zeigt, wie mangelhaft die bestehenden Strukturen sind. In der JVA Neumünster endet die Spur von Ibrahim A. In Untersuchungshaft wartet er derzeit auf seinen Prozess. Das Motiv für die Tat von Brokstedt ist bis heute unklar. Er ist angeklagt wegen zweifachen Mordes und vierfachen versuchten Mordes. Informationen aus der JVA zeigen, dass Ibrahim A. hier erneut für Probleme sorgt. Justizvollzugsbeamte berichten ihrer Gewerkschaft, Ibrahim A. stelle mit seinem Verhalten eine erhebliche Bedrohung für die vor Ort eingesetzten Kolleginnen und Kollegen dar. Der Fall Ibrahim A. offenbart Fehler bei den deutschen Behörden. Und gleichzeitig macht er noch auf ein sehr grundlegendes Problem aufmerksam. Was passiert mit geflüchteten Menschen, die in extrem schlechter psychischer Verfassung hier ankommen? Ihre Erfassung, Begleitung und letztendlich auch ihre Behandlung, all das funktioniert in sehr vielen Fällen extrem schlecht oder gar nicht.